Guten Tag und herzlich willkommen zum 101, dem Expertengespräch von Mein Geld TV auf dem Financial Planner Forum in Berlin. Ich begrüße ganz herzlich Herrn Kai Röhrl. Er ist Leiter Third Party Distribution bei Robeco. Guten Tag, Herr Röhrl. Schönen guten Tag. Spannende Frage, die wir haben. Robeco ist ja dafür bekannt, dass sie auf Faktor-Investing setzen, auf diese Strategien. Das tun immer mehr ETFs zurzeit auf dem Markt. Sehen Sie ETFs als eine zunehmende Konkurrenz? Na, erstmal, Robeco macht faktorbasierte Strategien bereits seit 2001. Wir haben 2006 dann eine Low-Risk-Strategie aufgelegt. Man muss natürlich sagen, jeder neue Marktteilnehmer, der erstmal auf den Markt kommt, ist erstmal ein Mitbewerber, ist vollkommen klar. Allerdings haben wir auch, muss man schon sagen, von dem Interesse der Anleger profitiert, das auch unter anderem von ETF-Gesellschaften generiert worden ist. Weil schon klar ist, dass je mehr Unternehmen auf ein Thema setzen, umso stärker ist es auch präsent im Markt. Und davon haben wir ganz klar profitiert. Also war es keine Konkurrenz? Konkurrenz ist es. Mitbewerber, wir sagen immer Mitbewerber. Aber es ist, ich würde sagen, Konkurrenz ist einfach, gehört dazu und das akzeptieren wir. Herr Röhrl, können Sie uns noch verraten, was sind die wesentlichen Unterschiede von Faktor-ETFs und Faktor-Strategien von Robeco in Form von Publikumsfonds? Ja, zum einen ist es mal wirklich das Anlagevehikel. Ein ETF ist was anderes als eben der Publikumsfonds. Der eine ist börsennotiert, wir sind eben ein Publikumsfonds. Das andere ist aber auch die Konstruktion. Wenn Sie heute einen Faktor-ETF nehmen, dann ist es, wir sprechen von der generischen Prämie, die eben durch Optimierung zustande kommt in vielen Fällen. Beispielsweise die MSCI-Faktorprämien, MSCI-Minvol, MSCI-Value und wie sie eben alle heißen. Bei uns erfolgt das regelbasiert, das heißt, wir haben ein quantitatives Regelwerk, nach dem wir eben investieren. Das hat zum einen den Vorteil, dass wir deutlich weniger Trading-Aufwand haben. Zum anderen hat es den Vorteil, dass wir eben Faktoren sauberer austarieren können. Wir können unerwünschte Nebeneffekte von Faktor-Investing ausgleichen oder vermindern. Beispielsweise, dass bestimmte Strategien wie Min-Vol zu bestimmten Marktphasen teuer werden können. Wenn wir Value berücksichtigen, können wir das vermeiden. Also man hat einfach mehr Möglichkeiten mit Strategien, wie wir sie eben managen, unerwünschte Nebeneffekte bei Faktorprämien zu beseitigen oder zu vermindern. Als letzte Frage, worauf sollte man achten, wenn man sich mit Faktor-Investing beschäftigt? Ja, also es gibt unterschiedliche Faktorprämien, werden sicher dem einen oder anderen Zuschauer bekannt sein. Es gibt Value, es gibt Momentum, es gibt Low Volatility, es gibt Quality. Das sind die Faktoren, die auch wir favorisieren oder von denen wir sagen, die sind hinreichend untersucht und bewiesen, dass wir da auch verlässlich eine Prämie ernten können für den Anleger. Man muss aber wissen, dass nicht jede einzelne Faktorprämie immer funktioniert, zu jeder Zeit. Es gibt Phasen, wo Low Risk nicht funktioniert, es gibt Phasen, wo Value nicht funktioniert, hat jetzt ganz lange nicht funktioniert. Momentum hingegen hat exzellent funktioniert. Und was sagt einem das? Man muss eben natürlich darauf achten, dass man nicht nur einen einzelnen Faktor einmal setzt, sondern eben wirklich ein Faktorportfolio für sich zusammenstellt, wenn man dann wirklich explizit Faktor-Investing betreiben will. Und auf diese Art und Weise eben auch eine bessere Diversifikation eben in sein Portfolio reinbekommt. Andere Themen sind natürlich die üblichen. Sie müssen natürlich auch auf die Kosten ihres Portfolios achten. Wie sind die Faktorprämien konstruiert? Wie sind die Portfolien gemanagt? Aber das sind aber eher Details. Das Wichtigste ist erstmal, sich darüber im Klaren zu sein, dass Faktorprämien nicht immer zu jeder Zeit gleich funktionieren. Vielen Dank, Herr Röhrl. Ja, herzlich gern. Immer wieder.